Viele Menschen im Kanton Zürich füllen ihre Steuererklärung bereits online aus. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie auch Sie die Online-Steuererklärung nutzen können. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie sich erstmalig registrieren. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Steuererklärung online eröffnen. Alles, was Sie dafür benötigen, sind Ihr Smartphone und Ihren Computer. Öffnen Sie die Informationsseite Umsteigen auf die Online-Steuererklärung unter zh.ch/zhsteuern im Internetbrowser auf dem Computer. Starten Sie mit der Registrierung bei AGOV. AGOV ist der Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden und wird auch für die Online-Steuererklärung des Kantons Zürich verwendet. Klicken Sie auf Start, um mit der Registrierung bei AGOV zu beginnen. Es gibt zwei Optionen, wie Sie AGOV nutzen können. Wir empfehlen Ihnen die erste Option. So können Sie sich sofort mit Ihrem Smartphone registrieren. Dafür benötigen Sie die AGOV Access App. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone, indem Sie den passenden QR-Code auf Ihrem Computerbildschirm mit Ihrem Smartphone scannen. Öffnen Sie hierzu die integrierte Kamera-App auf Ihrem Smartphone und richten Sie die Kamera auf den passenden QR-Code. Auf der linken Seite finden Sie den App Store für iOS und rechts den Google Play Store für Android. In unserem Beispiel verwenden wir ein iPhone. Tippen Sie nun auf den Link, der in Ihrer Kamera-App erscheint, und installieren Sie die AGOV Access App auf Ihrem Smartphone. Wichtig! Die AGOV Access App funktioniert nur, wenn auf Ihrem Gerät eine aktive Bildschirmsperre eingerichtet ist. Öffnen Sie die App und überprüfen Sie, ob sie funktioniert. Falls diese Fehlermeldung erscheint, stellen Sie auf dem iPhone in den Einstellungen unter Face ID und Code sicher, dass iPhone Entsperren aktiviert ist. Alternativ können Sie einen Code verwenden. Auf Android finden Sie die Option Display-Sperre in den Einstellungen unter Sicherheit und Standort. Fahren Sie nun am Computer fort. Klicken Sie auf Start. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie für AGOV nutzen möchten. Lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung. Klicken Sie dann auf Weiter. Sie erhalten nun eine E-Mail von AGOV mit einem Verifikationscode. Schauen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang nach und kopieren Sie den Verifikationscode. Kehren Sie zurück zur AGOV-Registrierung in Ihrem Internetbrowser und fügen Sie den Verifikationscode ein. Klicken Sie dann auf Verifizieren. Falls der Verifikationscode abgelaufen ist, können Sie einen neuen anfordern, indem Sie auf Erneut senden klicken. Als nächstes geben Sie Ihre persönlichen Angaben ein und wählen Ihre bevorzugte Korrespondenzsprache. Klicken Sie dann auf Weiter. Bestätigen Sie, wie Sie AGOV nutzen wollen. In unserem Beispiel wählen wir die Option AGOV Access App. Klicken Sie danach auf Auswahl bestätigen. Tippen Sie in der AGOV Access App auf QR-Code scannen und richten Sie die Kamera auf den QR-Code auf Ihrem Computerbildschirm. Als nächstes entscheiden Sie, wie Sie sich in der AGOV Access App authentifizieren. So authentifizieren Sie sich künftig in AGOV und somit auch in der Online-Steuererklärung des Kantons Zürich. Wir empfehlen Ihnen die biometrische Authentifizierung, weil diese sicherer ist. Das bedeutet, dass Sie Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck verwenden. In unserem Beispiel verwenden wir die Face ID auf einem iPhone. Tippen Sie in der AGOV Access App auf Weiter und fahren Sie dann am Computer fort, um Ihre Registrierung bei AGOV abzuschließen. AGOV zeigt Ihnen einen Wiederherstellungscode an. Klicken Sie auf Code enthüllen. Der Wiederherstellungscode hilft Ihnen, Ihr AGOV-Login bei Verlust oder Wechsel Ihres Smartphones einfach wiederherzustellen. Laden Sie den Wiederherstellungscode als PDF herunter oder notieren Sie sich diesen an einem sicheren Ort. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Geben Sie nun Ihren Wiederherstellungscode manuell ein. Nur wenn Sie diesen korrekt notiert haben, können Sie Ihr AGOV-Login im Bedarfsfall einfach und ohne zusätzlichen Aufwand wiederherstellen. Klicken Sie danach auf Weiter. Die Registrierung ist abgeschlossen. Sie können diese Registerkarte schließen. Nun sind Sie mit dem ersten und wichtigsten Schritt fertig und bereit, Ihre Online-Steuererklärung zu eröffnen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen im nächsten Video. Wie eröffne ich meine Steuererklärung online? Wenn Sie technische Unterstützung brauchen, melden Sie sich über unsere Gratis-Telefonnummer oder das Kontaktformular bei uns. Sie finden unsere Kontaktdaten im unteren Bereich der Informationsseite.